Was geht so, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart DS hier bei Crash 43 89. Es ist soweit, der letzte große Cup in der Spiegelklasse steht nun an. Und wen nehmen wir dafür als abschließenden Fahrer? Wer verdient nun die Chance, den Abschluss, einen würdigen Abschluss der ganzen Cups zu machen, bevor wir dann den Gong zur Eröffnung der Missionslevel läuten? Ja. Ene mene manimu und raus bist du Yoshi. Ja, da wir vorletztes Mal Peach hatten, darf Yoshi noch einmal ran mit seinem Standard-Kart. Der Blitzcup, Schokoinsel 2, Spukfahrt, Wolkenpiste und Yoshis Piste. Ja, Yoshis Piste ist auch klar. Okay, okay. Starten wir durch. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Obwohl, die Strecken sind ja schon ein bisschen schwierig, aber ich habe es auch mal geschafft, also werde ich es nochmal schaffen. Wenn ich schon mal geschafft habe. Und da gibt es eh schon ein Kugelwille als Auftakt. Yeah. Und gleich geht's nach vorne. Ja, gleich nach vorne. Aber diese Piranha-Pflanzen sind echt fies, weil man rutscht direkt rein. Das ist echt nicht in Ordnung. Ja, 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 ja. Und schon wenden wir wieder nach hinten. Ja, da hat er noch einen Pilz zusätzlich gehabt, ist klar. Aber das nützt ja nichts, wenn ich ihn mit einem Panzer ohne. Oh, jetzt brauche ich einen roten. Jo! Ich sag's ja. Ich brauche jetzt einen roten für die gute Peach. Oh, Luigi, du Asi. Was für ein Dappes, ey. Und ich lande immer außerhalb der Strecke, das ist mein Problem. Weil. Ah nein! Ich werde auch noch von dem Pilz. Jetzt 30, ich wollte gerade den Pilz einsetzen! Ist mal gut hier. Wie ständig wissen wollen. Toll, jetzt sieht es wieder gar nicht gut aus. Wo ich schon so einen schönen Auftrag gehabt habe. Wie ist es doch so schön. Am Start der Erste geht da als Ziel immer als Letztes. Ja, das ist mal gut hier. Ich hab... Oh Mann, jetzt verliere ich schon wieder den Fladen. Jetzt geht das schon wieder scheiße los. Fuck. Item, hallo. Scheiße, nein, das gibt's nicht. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Nee, nee, das darfst du nicht anfangen, verdammt. Aber es hat leider... Ach, komm. Beruhig dich wieder. Versuch jetzt endlich mehr Skill zu zeigen noch am Abschluss. Schließlich ist das der allerletzte Cup und du wirst auch deinen Zuschauern was bieten, oder? Face gehören dazu. Du schaffst es. Wenn es schon mal nicht souverän anfängt, dann kannst du die anderen Cups auch wieder gut machen. Also die anderen Strecken. Und das werde ich jetzt auch zeigen. Aber die wollen mit allen Mitteln verhindern, dass das mir gelingt. Das war schon ein bisschen knapp jetzt gerade. Ich glaube, hier ist es ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt riskiere, über die Spalte zu fahren. Zum Glück aber kann ich ja leicht springen durch den Drift. Ich bin so ein Honk. Jetzt habe ich es mir wieder verdorben. Shit, ey. Das gibt's ja wohl echt nicht. Ah, das ist aber wieder mal typisch für mich. Ich und meine ganzen Fails. Das ist so kacke. So, aber jetzt, wenn es ein bisschen durch den Flupper abgebremst, jetzt kann ich wieder nach vorne. Aha. Gut. Ja, wow. Hätte sie mich jetzt damit erwischt, hätte sie mich wieder runtergeschupft. Das ist immer so typisch. So. Ich hab den Sprungknopf gedrückt. Genau das meinte ich. Das ist so scheiße. Jetzt hätte ich es nicht mehr riskieren dürfen. Alter, was ist nur hier los? Warum packe ich denn das nicht mehr? Ah, Mann. Wo bleibt mein Skill? Ah, mein Mario Kart DS-Skill ist echt nicht mehr da. Ich werde schon zu alt. Ich habe echt schon zu lange nicht mehr Mario Kart DS gespielt.
Aber vielleicht kann ich es noch schaffen, weil jetzt bin ich nach vorne gekommen. Und Luigi macht natürlich einen Fehler und lässt sich von der Banane treffen, weil diese. Ja, hallo, das Item wollte ich haben, mein Freund. Ja, natürlich setzt er diese Scheiße gegen mich ein. Alter. Das läuft wieder ganz grandios. Nein. Peach. Okay, vielleicht schaffe ich das noch. Bam. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder dran. Das packe ich, das packe ich, das packe ich doch. Alter Schwede. Also dieses Mal war es ein bisschen knapp, aber ich habe es geschafft. Ja, und jetzt bin ich punktemäßig schon fast wieder gleich auf. Nur 2 Punkte Unterschied. Wenn ich also die nächste Strecke gewinne, dann habe ich gewonnen. Aber ernsthaft. Da können die machen, was sie wollen. Wenn ich Erster werde, dann werde ich auch am Schluss Erster. Die Wolkenpiste aus Mario Kart Super Circuit. Ich meine, es ist eigentlich komisch. Mario Kart 64 hat dann noch den Namen, Mario Kart 64 hatte immer noch den Titel der Konsole in sich. Dann kam ja Mario Kart auf den Game Boy Advance, der dritte Teil, was ich Super Circuit nannte, anstelle von Mario Kart Advance. Und dann später haben sie wieder beschlossen, auf Mario Kart DS und dann später auf Mario Kart Wii zu setzen, auf den DS und auf der Wii. Da wundert es mich doch schon ein bisschen, warum sie dann, wollte ich ihn jetzt extra mit einem Panzer da mitten in der Luft schupfen, aber da setzt er mitten in dem Moment noch eine Banane ein. Das ist so typisch. Okay, wo war ich? Das ist eigentlich komisch, dass sie da das wieder umgeändert haben und jetzt auf einmal setzen sie wieder auf ab Mario Kart 3DS bzw. Mario Kart 7 eigentlich, setzen sie dann wieder auf Nummern. Also fangen sie an auf Nummern zu setzen, weil den Game Boy Advance Teil haben sie einen eigenen Namen gegeben. Einen eigenständigen Titel. Den Ursprung dafür kenne ich leider nicht, warum sie da oder den Grund für die Titelvergabe. Der ist mir leider nicht so ganz bekannt. Aber naja. Das ist halt normal, like Nintendo. Wow. Der Blooper ist wirklich ganz schön krass. Ich werde beinahe aus der Strecke geflogen. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, aber jetzt sieht's gut aus. Wenn jetzt nichts Probates dazwischen kommt, dann gewinne ich jetzt wieder die Strecke und dann brauche ich nur noch eine Strecke gewinnen und dann habe ich mir wieder den Goldpokal gesichert. Wow. Aber Luigi, der rutscht natürlich bei der Bananenschale aus und das war's. Jetzt stehen, sind wir beide Punkte gleich auf und ich werde natürlich supportet, ist auch klar wie Kloßbrühe. Und jetzt Heimvorteil, hoffentlich, weil bei dieser Strecke habe ich schon manche Probleme eigentlich immer. Und jetzt spiegelverkehrt, das ist wieder eine Umstellung. Also, ab geht's! Aber wenn man eh schon sofort sieht, wo die hier Kurven hingehen, dann dürfte das jetzt nicht so ein Problem werden. Oh, da wäre eigentlich die Abkürzung, aber ich will es nicht riskieren, Leute, ich will es nicht riskieren. Weil andere haben es probiert und vielleicht geschafft, aber ich habe keine Lust auf Risiken. Verdammt. Kein Item mal wieder. Und bei Luigi lege ich hier Punkte gleich auf. Das ist das Problem. Ich muss gegen ihn gewinnen. Koste es, was es wolle. Ganz egal, welche... Oh, nein, 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 da lang muss ich. Ganz egal, was kommt. Ich muss ihn... ohnen. Verdammt, daneben. Naja, aber jetzt halte ich dabei die Spitzenposition fürs Erste noch. Ich muss einfach hier ganz normal fahren. Luigi... Hey, ich wollte nach hinten schießen. Ich hab zu spät gedrückt. Was? Naja. Was soll's? Wenigstens wurde Peach mitgeohnt und Luigi hat auch noch etwas, Luigi wurde auch noch davon angekratzt. Das ist wieder mal typisch. Der Blitz ist immer so gut. Der macht's mir echt nur schwer. Naja, aber wenn Luigi hinter mir bleibt, dann ist es gut, dann schaffe ich das auch, weil Peach liegt immer noch punktemäßig hinter uns. Wenn wir jetzt gleich auffliegen, dann bin ich natürlich der Master of Disaster hier. Naja, ich bin ja immer noch bei den Nummern stehen geblieben, bezüglich Mario Kart oder den Titeln generell. Vor dem
stört es mich auch ein bisschen. Nein! Nein, 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 nein! Fuck! Das war ein Fehler. Ich wollte den Panzer nach hinten schießen, verdammt nochmal. Nein, 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 ich sehe nichts. Muss ich ihn schlagen? Ich darf das jetzt nicht verlieren. Wow, drei rote. Einer weg. Einer weg. Ja. Und hier noch einer. Bam. Sehr schön. Wenn Luigi down ist, ja, und auch noch weiter hinten bleibt, dann kann ich das noch schaffen. Oh, verdammt, 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 falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Scheiße, er holt wieder auf. Es wird spannend. Leute, schaffen wir das? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das, oder? Wir schaffen das. Yes, man! Juhu! Mit Peach teilen wir uns die Spitze. Yeah, man! Woo! Boah, das war wieder spannend am Ende, aber wir haben uns durchsetzen können. Luigi hat es verbockt und hat sich auf den dritten, muss ich nur mit Platz 3 zufrieden geben. Jetzt wollte ich nochmal auf die Titel zurückkommen. Also, ab Mario Kart 8 wird es natürlich wieder auch auf Nummern gesetzt. Wie wird es dann mit den nächsten Mario Kart sein? Schon wieder eine Nummer? Oder dieses Mal bleiben sie mal wieder, setzen sie wieder auf den Titel der Konsole? Weil ich meine, mir ist es auch lieber, wenn sie auf den Titel der Konsole setzen würden. Das wäre mir weitaus lieber. Naja, man kann sich das nicht aussuchen. So, jetzt kommen nochmal die Credits. Soll ich da jetzt schon wieder ein Gesamtfazit abgeben bei Mario Kart? Puh, ist eigentlich schwierig, weil ich habe jetzt eigentlich schon mal, ich möchte eigentlich das Gesamtfazit dann wirklich bei den Credits nach den Missionen abgeben. Deswegen überspringe ich das und ich sage mal, ja, danke fürs Interesse, ja. Die Credits zeige ich dann bei den Missionslevels noch einmal. Ihr habt ja die normalen Credits gesehen und jetzt, wahrscheinlich würde man auch wieder nur die kleinen Credits sehen. Und jetzt sage ich, danke fürs Gucken und wir sehen uns ja wieder beim nächsten Part von Mario Kart DS. Das waren jetzt die ganzen Cups. Und nun wird es Zeit, Leute, für die Missionen. Das Beste der Mario Kart Reihe. Ich hoffe, dass das in Mario Kart 8 auch wieder dabei sein wird. Das würde ich mir so wünschen. Schauen wir mal. Also, danke fürs Gucken. Wir sehen uns, seid gespannt. Schaltet wieder ein. Euer Crash Fully Free GTN. Wie schon gesagt, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute. Seid wieder dabei bei Mario Kart DS. Now you know what I'm made of.